Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück in SIVA, in Assassin's Creed Origins auf dem PC. Und ich bin jetzt hier mit meinem epischen Reittier Fangzahn, oder wie auch immer das, wie auch immer der Gaul heißt, bin ich unterwegs. Wir haben einen Bogen, wir haben ein Schwert, wir haben ein Schild und wir haben auch eine Mission. Wir sollen einen Brustschutz herstellen und dafür müssen wir erstmal Herstellungsmaterialien finden, nämlich ich glaube 5-mal Leder. Einmal habe ich schon, deswegen rufen wir mal unseren treuen Begleiter, den Adler. Das heißt treuer Begleiter, wir haben ihn noch gar nicht benutzt, aber jetzt benutzen wir ihn. So, bewege das Fadenkreuz, um weiches Leder zu finden. Drücke A, um es zu verfolgen. Okay, wir suchen weiches Leder. Ach, da hinten ist ganz viel Leder. Wir sollten in die Richtung, da gibt es 4 Stück. Okay, dann reiten wir hier lang. Ich glaube, dass wir da hinten, weil da habe ich 4 Stück gesehen. Ich glaube, das ist besser, wenn wir da einreiten und nicht nach rechts, weil dann können wir direkt, wir wollen ja noch 4 Stück, können wir die direkt alle auf einmal einsammeln. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Es freut mich, wenn ihr Bock habt. Und wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann kommen heute auf jeden Fall mal 2 Folgen. Ich muss mal schauen, ja. Wir gucken einfach mal. Lasst euch überraschen, aber es kann gut sein, dass noch eine weitere kommt. Das aufholen, was quasi zu spät losging. So, angeblich ist da hinten irgendwo leichtes Leder. Aber wo soll das denn sein? Hä? Ach, guck mal hier. Das ist ein Bock. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie... Nee, wir müssen das Leder erjagen. Ich dachte jetzt gerade, weil... Okay, ich dachte jetzt gerade, weil das sah so aus vom Adler aus, als müssten wir das von jemandem erbeuten. Aber dann kann ich doch bestimmt auch hier die anderen Viecher noch töten. Vielleicht haben die auch Leder dabei. Da bin ich jetzt gespannt, ob der vielleicht auch Leder dabei hat. Ja, hat er. Seht ihr, wir müssen nämlich gar nicht... Wir können das nämlich auch von denen, die es nicht... Das wird reichen. Oh, der hatte sogar 3 Stück dabei. Göttin der Jagd. Krass, ach so, okay, ja, der, gut. Das eine Vieh hatte 3, leichtes Leder, weiches Leder. Das heißt, jetzt haben wir schon 5. Geh auf die Ausrüstungsseite, um deinen Brustschutz aufzurüsten. Machen wir, Moment. Zum Beispiel für den Köcher, wenn wir den verbessern wollen, brauchen wir 12-mal Holz. Ich habe ja im ersten Part gesagt, wir machen erstmal ein bisschen, ja, wir haben zumindest die erste Mission ja komplett fertig gemacht. Habe ich gesagt, machen wir im zweiten Part, damit wir erstmal ein bisschen was sehen vom Spiel. Das heißt, da können wir uns jetzt ein bisschen Zeit für nehmen. Ja, der Köcher zum Beispiel 12 Holz. Da brauchen wir nochmal 13 Leder und hier brauchten wir 5 Leder. Und damit können wir uns jetzt einen Brustschutz herstellen, der dann unsere Gesundheit verbessert. Und zwar von momentan 248 auf 311. Das ist sogar eine ziemlich ordentliche Verbesserung, muss ich sagen. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Okay, das heißt, wir sammeln jetzt momentan Holz und Leder, damit wir auch die anderen Sachen hier, Köcher, Handschuh und Armschiene verbessern. Und dann sehen wir auch, was das für eine Auswirkung hat. Zum Beispiel, wenn wir hier die Armschiene verbessern, dann verbessert das unseren Nahkampfschaden um 5. Also es gibt 3 Bäume, grob gesagt. Jäger, Krieger und Seher. Was sie ungefähr machen, kann man sich schon vorstellen. Und weil wir auf schwer spielen, würde ich sagen, wir skillen erst einmal Regeneration. Deine Gesundheit kann sich während des Kampfes regenerieren. Sehr schön, ja, weil wir kämpfen halt auch und gerade auf schwer sind halt vor allem die Kämpfe schwer. Passiv, wenn du einen Gegner mit einem Kopfschuss tötest, hältst du zusätzlich EP. Oh, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ihr wisst, ich bin Headhunter. Ich habe Bock auf Headshots und werde auch immer versuchen, Headshots zu verteilen. Das heißt, das werden wir sehr viel nutzen und dann werden wir wahrscheinlich sehr viel EP dazu kriegen. Das ist sehr, sehr gut. Und Bogenträger. Du kannst einen zweiten Bogen ausrüsten. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Bögen. Es gibt Fernkampfbögen, die lange, lange ziehen, aber dafür viel Schaden machen. Es gibt welche, die wie eine Schrotflinte quasi schießen. Und deswegen, das will ich auf jeden Fall haben, Bogenträger. Und damit haben wir auch unsere Fähigkeitenpunkte mal investiert. Das finde ich natürlich auch ganz schön. Warte mal, wie heißt denn das Material? Hartes Leder. Weiches Leder, hartes Leder. Also ihr seht schon, ne? Ich wollte mal ein bisschen mehr die Zeit dafür nehmen. Es gibt einen umfangreichen Skillbaum, wo man sich verschieden festlegen kann, was für eine Art von Assassine man sein möchte. Verschiedene Crafting-Materialien, es gibt verschiedene Waffen, es gibt verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Alles sehr umfangreich, finde ich gut. Das wird perfekt passen. So. Damit haben wir die Quest abgeschlossen. Die Quest hieß Aufrüsten. Wir sollten uns einen Brustschutz herstellen. Einfach um mal das... Ich denke mal, die... Es war so eine Tutorial-Mission, um mal zu sehen, wie man quasi Gegenstände herstellt. Also wir müssen Sachen erbeuten, die Materialien erbeuten und dann den Gegenstand herstellen. So, da ist noch eine Nebenquest für Stufe 3. Tja, sollen wir die einfach machen? Du kannst jetzt einen zweiten Bogen ausrüsten. Das ist sehr schön. Also einen haben wir schon ausgerüstet. Ich glaube, ich habe noch keinen zweiten. Oder habe ich schon einen? Nee, wir haben leider nur einen Bogen. Insofern, ich will natürlich auch heute noch was schaffen, ja. Ich will euch jetzt nicht den ganzen Part mit Gegenständen und Skills und allem möglichen langweilen. Aber wenn wir das einmal uns quasi, ich sehe es ja auch zum ersten Mal sozusagen, beim Anzocken habe ich da noch nicht viel von mitbekommen. Wenn wir uns das einmal so vor Augen führen und wissen, wie es funktioniert, dann wird das ja die nächsten Parts nur noch kleiner Bestandteil sein. Insofern finde ich das ganz gut, wenn wir uns da einmal ein bisschen umfangreicher auch umschauen, wie das alles funktioniert und so. Und dann wird das die nächsten Parts quasi Alltagsbusiness werden, ja. Dann haben wir jetzt so einen langen Bogen momentan, der viel Schaden macht, der aber auch lange aufzieht. Vielleicht finden wir zum Beispiel so einen schnell schießenden Bogen.
Oder vielleicht so ein Schrotflintenbogen. Och, ist das schön, das Spiel. Habe ich im ersten Part schon gesagt, ich weiß. Und habe ich gesagt, das wird demnächst weniger. Aber im zweiten Part darf ich wohl noch sagen werden, wie schön ich das alles finde. Sagen dürfen. So. Bin ein bisschen durcheinander, ihr merkt das schon. Wir machen einfach mal diese Quest da vorne. Ist eine Nebenmission, ja, für Stufe 3. Wir sind momentan noch Stufe 2, aber ich denke, das sollte trotzdem zu schaffen sein. Und wir gucken einfach mal, was es hier zu tun gibt. Ne, lass nämlich einmal durch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Einen wunderschönen guten Tag. Was kann ich für dich tun, mein guter Herr? Bayek, unser Magi, du bist zurück. Ja, ich bin zurück. Was versteckst du da hinter deinem Rücken, hä? Was hast du da, was ich nicht sehen darf? Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Okay, damit haben wir eine Quest bekommen. Die Werkzeuge sind im Chitche-Lager. Der Chitche-Lager. Der Hauptmann, der dahinter steckt, ist auch im Chitche-Lager. Die Namen, also ich hab's im ersten Part schon gesagt, die Namen, das wird für mich ein bisschen holprig werden. Ja, ich sag's einfach immer so, wie es da so steht. Und es ist dann oft wahrscheinlich nicht die richtige Aussprache, aber ist dann auch egal. Also wieso das Chitche-Lager? Ist euch übrigens was aufgefallen? Ptolemäus. Oh. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Ptolemäus? Ist das hier der Pharao, der neue, oder was? Der neue, alte, den wir am Anfang gesehen haben. Zerstöre die Statue von... Oh, das ist aber ganz, ganz... Das ist aber auf jeden Fall mit Todesstrafe belegt wahrscheinlich. Wenn man hier die Statue vom König zerstört, dann wird es bestimmt die Todesstrafe dafür geben. Insofern dürfen wir uns da nicht erwischen lassen. Wenn das die Wachen sehen, dann haben wir ein Problem. Eieieiei. Die Statue wurde zerstört. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. Ja, und der soll natürlich auch noch irgendwann zerstört werden wahrscheinlich. Aber das kommt mit der Zeit. Erstmal kümmern wir uns jetzt um die Werkzeuge in Chitche. Ja, und müssen dann noch einen Hauptmann ausschalten. Wahrscheinlich. Boah, guck mal hier, wunderschönes Blumenbeet. Oh. Mein alter Magi-Posten. Ich werde mit Zeno da raufgehen. Ja, machen wir. Ich wollte gerade mal hier diese wunderschönen Blumen angucken. Das sind... Ich weiß sogar theoretisch, was das für Blumen sind, glaube ich. Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ist das... Ne, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich lasse es lieber ganz. Bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Aber ich glaube, ich weiß, was es ist. So, wir gucken mal mit Zeno. Ich glaube, wir können soweit. Ich hoffe es. Vielleicht kann der Vogel soweit. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Weil er hat ja gerade gesagt, er wird mit Zeno da hochgehen. Zum Beispiel da hinten wird Geld transportiert, 100 Drachmen. Also Zeno ist quasi unser Adlerauge aus der Luft jetzt. Und der kann uns Überblick verschaffen, was so abgeht. Ist eigentlich ganz geil. Da sehen wir auch, wo seltene Materialien sein könnten, da hinten zum Beispiel und so. Sehr, sehr geil. Nee, was ich sagen wollte, ist euch was aufgefallen? Und zwar auch eine Änderung von Origins. Das Interface ist extrem zurückgestuft worden. Wir haben unten links nichts, wir haben rechts unten nichts, wir haben oben nur ganz klein unser Level und oben, wir haben nicht mal eine Minimap. Wir haben nur so einen Balken mit den Himmelsrichtungen, der uns anzeigt, in welche Richtung irgendwas liegt. Da hinten zum Beispiel ein Aussichtsposten, da eine Fragezeichenmission. Ja, also ganz, ganz kleines Interface, finde ich aber gut. Ja, man sieht mehr vom Spiel und wird weniger abgelenkt. Es gibt auch Spiele, die sind sehr überladen. Minimap, da noch ein Balken, da noch was. Ja, und wir sind halt jetzt relativ frei, ja. Wir haben halt diese riesige Karte, wir sind ja jetzt momentan hier in Siva. Im Gebiet Siva. Und darüber gibt es zum Beispiel das Gebiet hier, ist für Level 31 bis 34. Da wollen wir jetzt sicher noch nicht hin. Wobei ich mich dann generell frage, wie wir hier rauskommen sollen, weil da ist Level, oder wenn das Level sind, ich gehe mal davon aus, 31, 34, hier ist 37, 40, hier ist 27, 37 und hier ist 36, 40. Also die Gebiete sind alle viel zu hoch für uns. Also da hinten sind dann wieder tiefere, aber um uns rum ist alles mega High Level. Also wenn wir da jetzt zum Beispiel mit unserem Equipment hingehen würden, dann würden wir gnadenlos sterben. So viel kann ich euch zumindest verraten, ja.
So, ich habe meinen Gaul eigentlich gerufen, aber er kommt noch nicht. Also legendäre Reittiere sind auch schon mal ein bisschen schnippisch, die machen, was sie wollen. Aber jetzt war gerade meine Frage, was ist jetzt gerade, wo muss ich hin? Finde und töte den Hauptmann. Ja, okay. Ah, seht ihr? Da sind wir richtig. Also das, was ich schon gefunden hatte quasi, da sind wir schon auf dem richtigen Weg gewesen. Da hinten ist ein Hauptmann. Und der Hauptmann ist Level 3. Ich bin Level 2. Das heißt, er könnte durchaus ein bisschen härter werden. Und die Frage ist ja auch... Ah, wir haben das Schätzchen Lager schon gefunden. Das Ding ist ja auch, wenn man es leise macht zum Beispiel, hat man natürlich mehr Chancen, als wenn man es laut macht, ne? Wenn wir das jetzt laut machen sollten und dann alle Gegner ankommen und uns töten wollen, das könnte auch durchaus schwierig werden dann. Entweder wir stürmen rein und metzeln alle nieder, oder wir versuchen das Ganze leise zu machen, ja, mit aus dem Gebüsch ausschalten und Bogenschüssen und sowas. Schießen Sie zuerst und fragen dann. Aber wir können den trotzdem leise ausschalten. Und zwar mit einer Attacke, indem wir den einfach von hinten ausschalten. Wenn wir den natürlich jetzt von hinten... Ach, da sind noch zwei Gegner. Wenn wir den natürlich jetzt von hinten ausgeschaltet kriegen würden... Ich weiß nicht, ob das geht. Das ist für meinen Freund. Das geht! Damit haben wir den Hauptmann ausgeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Und den plündern wir natürlich auch. Der hat ein Schild für Stufe 3 und 28 Drachmen dabei. Ja, sehr schön. So, die beiden können wir ja einfach sitzen lassen. Den einen Teil der Mission haben wir damit nämlich, den Hauptmann auszuschalten. Da können wir uns die ganzen anderen Wachen sparen. Und wir gehen weiter und suchen die Truhe mit den Werkzeugen. Habe ich auch schon geortet, wo die ist. Das hat Zenno mir verraten. Also mein Adler ist treuer Begleiter, den wir jederzeit immer benutzen werden müssen quasi, wenn wir gut vorankommen wollen. So, der ist Level 1. Den kann ich doch bestimmt one-shotten. Genau. Und wir wissen, wir kriegen mehr EP für Kopfschüsse, weil wir das geskillt haben. Auch sehr cool. So, und hier ist irgendwo die Kiste mit den Werkzeugen. Mal gucken, ob wir die leise beschafft kriegen oder ob doch noch Großalarm ausgelöst wird. Jetzt locken wir den zu uns und schalten den aus. Hey! Zack! Haben wir ausgeschaltet. Kopf auf dem Boden. Ein Problem weniger. Was? Hier ist die Kiste. Da ist ein Kelch drin. Und das Werkzeug. Das ist alles. Damit haben wir jetzt hier freuen, das zu hören. Den Ort quasi beendet. Und können abbauen. Aber der Typ da drüben zum Beispiel. Kaduz, der hatte noch was gesehen. Den musste ich noch eben ausschalten. Okay, ich glaube, wir können jetzt einfach hier schnell weg. Wir müssen zurück zu Benipe. Wir sind fast Level 3. Ich denke, wenn wir die Mission abschließen, dann kriegen wir ein Level up. Boah, wunderschön hier wieder, oder? Ich werde es jetzt auch nicht zu oft sagen, aber es ist wirklich wunderschön hier. So, okay, dann haben wir das Lager. Ist ja auch nur eine Nebenmission, ne? War jetzt nicht umfangreich. Haben wir Gott sei Dank leise gemacht. Man hätte natürlich auch reinlaufen können, alle niederschnitzeln. Dann wäre es ein bisschen stressiger geworden. Aber so ist, sag ich mal, die optimale Variante. Mit Zenno vorher auskundschaften, die wichtigsten Punkte markieren und dann einfach hingehen, leise die Gegner ausschalten, die man braucht, den Rest verschonen, Werkzeuge holen. Ayek, und wie ist das gelaufen? Und Goodies. Ist gut gelaufen. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. So, wir dürfen uns eine Waffe auswählen. Ich weiß natürlich nicht, ob das... Oh, wir dürfen uns einen Bogen auswählen. Dann werden wir wahrscheinlich den Bogen auswählen. Hier ist auch ein Speer. Warte mal, wir können den auch untersuchen, die Waffen. Können wir untersuchen. Dieser Bogen hat eine besondere Sehne. Du kannst schneller schießen, aber die Pfeile dringen nicht so tief ein. Das ist eigentlich ganz gut, denn wir haben ja einen Platz für einen zweiten Bogen. Wir haben einen Bogen, der langsam schießt und viel Schaden macht. Und dann hätten wir jetzt noch einen zweiten Bogen, der schneller schießt und dafür weniger Schaden macht. Also so für schnelle Fights gegen leichte Gegner. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ich würde sagen, wir nehmen den direkt. Wir gucken uns die anderen Sachen gar nicht mehr an. Wir nehmen den Bogen hier. Vielen Dank, mein Freund. Oh, der ist sogar... Komm gern jederzeit wieder, Bayek. Der ist sogar episch. Der ist für Stufe 4. Ich bin leider noch nicht Stufe 4. Aber jetzt bin ich zumindest Stufe 3 geworden gerade durch die EP von der Quest. Zack. Schaden und Gesundheit verbessert. Und wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Und sind dann jetzt Level 3 mit ein bisschen. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Ja, Level 3,5 sogar schon. Also wenn man noch ein bisschen mehr EP sammelt, dann können wir da
Schade, dass ich ihn noch nicht tragen kann. Wir skillen hier weiter in den Bogenbaum. Ich würde sagen, den maxen wir als erstes. Schieße mehr Pfeile ab, bevor du nachladen musst. Ah nee, das kostet 2 Fähigkeiten. Okay, Kostet 2 Fähigkeitenpunkte, wir bewahren uns den einen Fähigkeitenpunkt auf. Sei vorsichtig, Bayek. Siva hat sich verändert. Ja, danke, dieses Maru. Thema des Großer Kämpfens. Amun. Es ist alle verehren uns hier. Mal eben meinen Gaul rufen. Ja, also wie das mit den Skills ist, wie es mit den Waffen ist und so weiter, mit den Missionen haben wir nochmal so ein bisschen Interface und so, haben wir alles mal einen Einblick bekommen jetzt. Wo ist denn mein Gaul? Warum kommt der nicht? Bewegst du deinen Arsch jetzt zu mir, mein Lieber? Da ist er. So, jetzt gucken wir ganz kurz auf die Karte. Da oben ist eine Mission, Tisch mit Informationen. Und da hinten wäre noch was, Versteck, neben Queststufe 3. Ich würde fast sagen, wir reiten da erstmal hin, in die Richtung. Aber wir machen jetzt erstmal wieder Schluss für diesen Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs... Oh, sind das Gegner? Ich glaube ja, ich töte die jetzt mal, weil... Das bringt nämlich EP. Au, der greift mit seinem Speer vom Gaul an hier, der Kollege. So, jetzt muss ich hier beim Reiten schießen und der schießt beim Reiten. Aber ich bin derjenige, der siegreich ist. Oh, das bringt aber leider sehr wenig EP. Ich hatte jetzt gehofft, das bringt vielleicht ein bisschen mehr EP. Aber das werden wir jetzt in dem Part nicht mehr schaffen. Ich freue mich immer neu, mich in Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn das alles klappt, dann kommt heute noch ein weiterer Part. Also heute gegen etwas später nochmal reinschauen. Und vielleicht kommen wir dann auch dazu. Oder ich bin mir sicher, dass wir dann Level 4 werden. Und unseren neuen epischen Bogen austesten können. Dankeschön aber erstmal fürs Zuschauen bei diesem Part. Euer Walle. Bye, bye.